Hallo zusammen bei Frau Weber Digital. Heute zeige ich dir, wie du Minusaufgaben mit der 9 wie 16 minus 9 ganz schnell rechnen kannst. 16 Würfel liegen hier oben schon in meinem 20er-Feld und anstelle von 16 minus 9 rechne ich jetzt 16 minus 10, denn die kann ich ganz schnell wegnehmen. Eigentlich sollte ich aber nur 9 Würfel wegnehmen. Was muss ich jetzt machen? Ich muss wieder einen Würfel dazulegen, also plus 1. 16 minus 10 sind 6, kann ich ganz schnell rechnen, plus 1 sind 7. Das war's schon. Wir rechnen noch eine zweite Aufgabe. Wir rechnen 13 minus 9. Ich lege mir erst meine 13 Würfel ins 20er-Feld. So, was mache ich jetzt wieder? Ich soll 9 Würfel wegnehmen, 10 kann ich aber viel schneller wegnehmen. Ich rechne also 13 minus 10, kann ich auch leichter rechnen, ist 3. Und weil ich ja eigentlich nur 9 Würfel weglegen sollte, tue ich jetzt wieder einen dazu, also plus 1, dann ist das 4. Das war's schon. So einfach geht der Rechentrick. Den wollen wir jetzt üben. Ich habe dir hier 4 Aufgaben vorbereitet. Du kannst jetzt entweder erst versuchen, die Aufgaben alleine zu lösen oder jetzt gemeinsam direkt mit mir rechnen. 12 minus 9. Was machen wir wieder? Wir rechnen wieder 12 minus 10. Das können wir schnell rechnen. Weil wir eigentlich nur 9 wegnehmen sollten, müssen wir wieder einen dazu tun. 12 minus 10 sind 2, plus 1 sind 3. Fertig. 15 minus 9. Ich rechne wieder 15 minus 10 und tue 1 wieder dazu. 15 minus 10 ist 5, plus 1 ist 6. 14 minus 9. Ich rechne 14 minus 10 ist 4. Und weil ich nur 9 wegnehmen sollte, nicht 1 zu viel weggenommen habe, lege ich den wieder dazu. 14 minus 10 ist 4, plus 1 ist 5. Ja, so. 13 minus 8. Auch hier funktioniert der Trick. Achtung, ich rechne wieder 13 minus 10. Ich sollte aber nur 8 Würfel wegnehmen. Das heißt, ich muss jetzt 2 dazu tun, denn ich habe 2 zu viel weggenommen, plus 2. 13 minus 10 ist 3, plus 2 ist 5. Das war's schon. Wenn du heute etwas gelernt hast, freue ich mich über den Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.